Sternbilder Teil 2. Hier noch ein paar Tipps von mir als interessiertem Amateur für andere Leute mit ähnlichen Fragen. Das Inhaltsverzeichnis von Teil 1 nur als kurzer Hinweis mit dem Blick auf die dortigen Sternbilder. Hier ist die Auflistung unseres Vortrages Sternbilder Teil 2 mit etwas weniger markanten Sternbildern. Warum überhaupt dieser Vortrag? Liebe Freunde der Astronomie und der Allgemeinbildung, die Sterne machen uns Freude und regen unsere Fantasie an, man möchte mehr darüber wissen. Mir wurden sie zuerst von meinem Vater bei nächtlichen Spaziergängen erläutert und es ist mein Ziel, heute davon einiges weiterzugeben. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Dieses grenzwertig bunte Wimmelbild aus dem Barock soll uns nicht zu sehr verwirren, aber die Vielfalt der Sternbilder kurz andeuten. Sternbilder sind willkürliche und fantasievolle, visuelle Zuordnungen von Gruppen von Sternen, die der Orientierung für Seefahrt, Landwirtschaft und Religion dienen. Schon seit der Jungsteinzeit, besonders aber seit der Antike, werden sie in allen Hochkulturen verwendet. In Griechenland wurden die Sterne zu Figuren von Personen oder Objekten zusammengefasst. Etwa 150 nach Christus wurden von Claudius Ptolemäus 48 Sternbilder definiert. Ptolemäus war ein griechischer Mathematiker und Astronom in Alexandria, etwa 100 bis 165 nach Christus. Die moderne Internationale Astronomische Union, IAU, definierte 1922 offiziell 88 Sternbilder und auch ihre Grenzen. Eigentlich sind die Sternbilder aber Trugbilder aus unserem eigenen irdischen Blickwinkel. Die Sterne, die wir zusammenordnen, sind ganz verschieden groß, verschieden hell und stehen in ganz unterschiedlich weiten Entfernungen zu uns. Hier im Bild das Beispiel des Sternbilds Orion, links im Bild, wie wir es sehen, und daneben die Aufstellung, wie verschieden weit entfernt die Sterne von unserer Erde sind. Vorausstellen möchte ich noch ein Zitat von einem unserer großen Philosophen, in diesem Falle von dem Philosophen der Aufklärung, Immanuel Kant aus Königsberg in Ostpreußen. 1788 in der Kritik der praktischen Vernunft sprach er so: Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und größerer Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken mit ihnen beschäftigt. Der gestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. In unserer Wirklichkeit sieht es so aus, dass wir den Blick zum Himmel wenden. Und der Nachthimmel ist schwarz, wir sehen ein paar Pünktchen und wir erkennen zunächst noch nichts. Meine Empfehlung ist daher, und das hat auch mir sehr geholfen, man suche sich zunächst ein bis zwei bekannte und sichere Punkte am Himmel, zum Beispiel die Sternbilder Großer Bär, Großer Wagen oder den Orion. Dann gehe man davon tastend aus und erschließe sich so nach und nach den ganzen Himmel. Zur Einführung war vieles bis hierhin Wiederholung aus Teil 1, weil es mir notwendig erschien. Jetzt aber das Sternbild Perseus. Der Held Perseus steht lässig zurückgelehnt wie ein umgekehrtes Y. Zu finden ist er westlich, in Anführungsstrichen links von Andromeda, oder östlich, rechts vom Fuhrmann. Oder südlich unter der Kassiopeia. Nicht mein Lieblingsschema, aber man kann ihn auch finden über den großen Wagen und den Polarstern. Hier eine bildliche Darstellung des Sternbildes. Die Sterne zeigen den Körper von Perseus und ein Bein. In der linken Hand hält er das abgeschlagene Haupt der Medusa mit ihrem rötlichen Auge, dem Hauptstern Algol, einem Bedeckungsveränderlichen.
Zur Vertiefung hier die schematische Zeichnung des Sternbildes Perseus. Der Perseus ist ein klassisches ptolemäisches Sternbild. Hier liegt auch der Radiant, also der Ausgangspunkt der wunderbaren Meteorströme der Perseiden im August und September. An Besonderheiten bietet er ferner den offenen Sternhaufen M34 und Doppelsternhaufen. Zur Mythologie des Perseus. Perseus ist ein berühmter Held der griechischen Sagenwelt. Er war ein Sohn des Zeus und der Prinzessin Danae von Argos. Er besiegte die schreckliche Gorgone Medusa, deren Blick in Stein verwandeln konnte, und schlug ihr das Haupt ab. Mit Flügelschuhen eilte er zur Rettung von Andromeda hinzu, besiegte das Untier Cetus, Ketos, und heiratete Andromeda. Das Sternbild Nördliche Krone, Corona Borealis. Die Nördliche Krone ist ein kleines, aber bemerkenswertes Sternbild am Sommerhimmel und bereits bei Ptolemäus erwähnt. Sie bildet einen Halbkreis mit dem hellen Hauptstern Gemma. Zu finden ist sie nordwestlich, also in Anführungsstrichen links oberhalb von dem hellen Stern Arcturus, also vom Bootes, vom Bärenhüter. Hier ein Bild mit dem langgestreckten Bärenhüter und links davon die nördliche Krone Corona Borealis. Der helle Hauptstern ist Gemma, auf Deutsch Edelstein, das ist ein Bedeckungsveränderlicher. Als Besonderheiten liegt im Sternbild der Galaxienhaufen Ebel 2065 mit immerhin 400 Galaxien, diese sind aber leider sehr lichtschwach. Die nördliche Krone in einer schematischen Zeichnung. Zur Mythologie der Corona Borealis. Die Griechen sahen in ihr die edelsteinbesetzte Krone der Ariadne, der Tochter des Königs Minos auf Kreta. Das Sternbild Cepheus oder Cepheus ist ein sehr unscheinbares und schlecht abzugrenzendes Sternbild. Es ist zwar antik und zirkumpolar, aber als das Haus mit spitzem Dach nur schwer auszumachen. Zu finden ist es östlich, also rechts von Cassiopeia, beziehungsweise nördlich von Pegasus, also über Pegasus oder besser unterhalb von Polaris. Hier der Versuch eines weitgehend natürlichen Himmelsbildes mit Hilfslinien für Cepheus. Hier eine Schemazeichnung von Cepheus, die zumindest die Nachbarschaftsverbindungen besser darstellt. Zur Mythologie verweise ich auf Cassiopeia und Andromeda, denn der äthiopische König Cepheus, Cepheus, Cepheus ist lateinisch, war der Ehemann von Cassiopeia und der Vater von Andromeda. Hier eine wichtige Animation eines Cepheiden. Der Stern Delta Cephei wurde zum Namensgeber einer ganzen Gruppe von Veränderlichen, der sogenannten Delta Cepheiden. Das sind instabile Riesensterne, die sich periodisch regelmäßig aufblähen und wieder zusammenziehen. Dabei ändern sie ihre Leuchtkraft und ihre Farbe. Diese Pulsation und auch ihre Leuchtkraft können berechnet werden und zur Entfernungsbestimmung von Sternhaufen und Galaxien herangezogen werden. Sie sind somit unsere Entfernungsmesser, Meilensteine im Weltall. Als weitere Besonderheit strahlt im Sternbild Cepheus ein roter Überriese, der sogenannte Granatstern von Herschel. Das alte ptolemäische Sternbild Schwan ist nicht leicht abzugrenzen. Es stellt einen fliegenden Schwan mit ausgebreiteten Flügeln dar, durch zwei helle Sternreihen. Es gehört zu den Sommersternbildern als sogenanntes Kreuz des Nordens. Zu finden ist es östlich, also in Anführungsstrichen rechts von Pegasus, oder unter Cepheus. Dieses Bild zeigt das natürliche Himmelsbild des Sternbildes Schwan
Dieser ist nicht leicht abzugrenzen. Das Schema macht es etwas deutlicher. Der Hauptstern Deneb stellt die Schwanzfedern dar und der Stern Albireo den Kopf. Deneb bildet mit Attair im Adler und Vega in der Leier das Sommerdreieck. Die Milchstraße zieht durch das Sternbild Schwan, Cygnus, daher liegen hier viele Objekte. Die zweitstärkste Radioquelle des ganzen Himmels ist hier die aktive Galaxie Cygnus A. Eine andere Röntgenquelle ist Cygnus X1 und entspricht einem Doppelstern mit einem schwarzen Loch. Dazu kommen die offenen Sternhaufen M29 und M39, mehrere Gasnebel und Reste von Supernovae. Zur Mythologie des Schwan gibt es mehrere Deutungen. Am häufigsten spricht man von Zeus, der in Gestalt eines prächtigen Schwans mehreren Frauen nachstellte. Am bekanntesten ist die Sage mit Leda. Das Sternbild Adler, Aquila. Der Adler ist ein schwierig abzugrenzendes, bereits antikes Sommersternbild mit dem Hauptstern Attair als südlichem Eckpunkt des Sommerdreiecks. Aquila, der Adler, ist zu finden östlich, sozusagen rechts von Pegasus, oder südlich vom Schwan, diesem entgegenfliegend, und südlich der Leier. Der Hauptstern Attair, hier oben im Bild, ist ein blau-weißer Stern mit der zehnfachen Leuchtkraft unserer Sonne und mit nur 17 Lichtjahren ein Nachbar. Die Schemazeichnung verdeutlicht noch einmal das Sternbild Adler, Aquila. Die Milchstraße zieht hindurch, daher gibt es erneut Besonderheiten, Sternhaufen, planetarische Nebel und Barnardsnebel, eine dunkle Staubwolke, welche die dahinterliegenden Sterne verdeckt. Zur Mythologie von Aquila. Es bestehen mehrere Deutungen. Es sei der Adler, der die Blitze des Zeus trug und den Jüngling Ganymed in den Olymp entführte, um dort als Mundschenk zu dienen. Oder ein Bezug aus der Herakles-Sage. Prometheus hatte den Menschen das Feuer gebracht und war zur Strafe im Kaukasus an einen Felsen geschmiedet worden. Jeden Tag flog ein Adler herbei und fraß von seiner Leber, die aber stets nachwuchs. Herakles befreite Prometheus und schoss den Adler mit einem Pfeil ab. Das Sternbild Jungfrau Virgo ist ein ausgedehntes, aber schlecht abzugrenzendes, bereits antikes Sternbild mit dem Hauptstern Spica. Spica ist zu finden im Bogen von der Deichsel des großen Wagens zu Arcturus im Bootes, Bärenhüter, und weiter im gleichen Bogen und gleicher Länge zu Spica in der Jungfrau oder westlich, sozusagen links des Löwen. Der Hauptstern Spica ist ein Mehrfachsternsystem mit einem weißen Riesenstern mit der 13.000-fachen Leuchtkraft unserer Sonne. Mit sehr bemühter Fantasie ist eine liegende Gestalt des Sternbildes Jungfrau nicht auszuschließen. Um ehrlich zu sein, habe ich große Mühe mit der gestaltlichen Darstellung des Sternbildes Virgo. Die Schemazeichnung macht es für mich auch nicht viel besser, zeigt aber die Beziehung von Arcturus zu Spica und den Virgo-Galaxien-Superhaufen. Im Sternbild Jungfrau Virgo liegt der riesige Virgo-Galaxien-Superhaufen mit bis zu 2000 Galaxien in 60 Millionen Lichtjahren Entfernung und teilweise riesigen elliptischen Formen sowie unglaublichen Größen bis zu 800 Milliarden Sonnenmassen in einzelnen Galaxien und großen Radioquellen. Zur Mythologie von Virgo. Das Sternbild Virgo, Jungfrau, ist bereits seit dem alten Mesopotamien bekannt.
Zahlreiche Deutungen werden versucht. Spica bedeutet Ähre, also Kornähre, und bezeichnet das Einbringen der Ernte, da der Stern Spica etwa Mitte August über dem Horizont aufzog. Das Sternbild Lyra, Lyra, ist ein sehr kleines Sternbild mit dem Hauptstern Vega, dem dritthellsten Stern nach Sirius und Arcturus. Darunter sieht man dann ein helles Sternenparallelogramm, bei uns auf dem Bild oben zu sehen. Zu finden ist Lyra östlich vom Schwan, sozusagen rechts, oder westlich von der nördlichen Krone und Bootes, in Anführungsstrichen also links von diesen. Hier ist die Schemazeichnung. Der Hauptstern Vega hat die 58-fache Leuchtkraft unserer Sonne und steht mit 25 Lichtjahren nahe bei uns. Vega ist ein Eckpunkt im Sommerdreieck. Im Schema sieht man übrigens bereits den folgenden Ringnebel M57. Besonderheiten: Im Sternbild Lyra befinden sich der Kugelsternhaufen M56 und insbesondere der berühmte Ringnebel M57, Rauchring. Das sind die Überreste einer Sternenexplosion vor 20.000 Jahren. Im Sternbild Lyra befindet sich auch der Radiant, also der scheinbare Ausstrahlungspunkt der Lyriden, eines Meteorstroms im April. Zur Mythologie von Lyra. Der Gott Hermes erfand die Leier und schenkte sie seinem Halbbruder Apollon, der sie dem berühmten Sänger Orpheus gab. Hier auf dem Bild Orpheus mit der Leier auf einem alten römischen Mosaik aus Süddeutschland, damals Germanien. Orpheus versuchte damit, seine an einem Schlangenbiss verstorbene Braut Eurydike aus der Unterwelt zu retten, was fast geklappt hätte, wenn... Na gut, ich will nicht alles erzählen, lesen Sie das ruhig selber nach. Unser letztes Sternbild ist das Sternbild Löwe, Leo. Es liegt auf der Ekliptik und ist nicht nur ein Sternbild, sondern auch ein antikes Tierkreiszeichen. Zu finden ist der Löwe südlich, also unterhalb vom großen Bären, oder westlich, in Anführungsstrichen links von den Zwillingen, oder östlich, sozusagen rechts vom Bootes mit Arcturus. Der Löwe besteht aus dem Rumpf mit 5 Sternen, davon der Hauptstern Regulus rechts unten. Regulus bedeutet kleiner König oder Prinz. Regulus ist ein Dreifachsternsystem in 80 Lichtjahren Entfernung. Darüber stehen 3 Sterne als Kopf oder Sichel. Hier die Schemazeichnung des Löwen. Die Meteorströme der Leoniden im November entspringen, wie wir wissen, scheinbar hier. Unter dem Löwen stehen 3 Galaxien. Zur Mythologie des Löwen. Die Griechen sahen in dem Sternbild den nemeischen Löwen der Herkules-Sage. Dieser Löwe verwüstete die Umgebung der Stadt Nemea und war durch sein hartes Fell für Waffen unverwundbar. Herkules musste ihn daher erwürgen und trug danach sein Fell als Schutzmantel. Hierzu eine Statuengruppe aus Berlin. Für die Juden war der Löwe ein Symbol für den Messias. Symbolkraft hatte er auch für die Ägypter, Babylonier, Perser und Syrer. Zum Abschluss wünsche ich uns weiter das Staunen beim Blick nach oben und die Freude beim Wiederfinden und Erkennen der Sterne. Dr. Hans-Jürgen Alexi.